So, Leute, herzlich willkommen. Neue Folge, rund um Leuchte geht an und dann geht die Fahrt ab. Wir haben heute den 7. Juli, es ist Freitag und wir fahren jetzt Gerste dreschen und jetzt wohl auch mal ein bisschen mehr. Also nach der letzten Folge war gar nicht viel los. Wir haben den einen Abend da gedroschen, was ihr gesehen habt, wo ich mit Lisi und Anton war. Dann haben wir am nächsten Tag, dann hatten wir abends Nieselregen gekriegt. Am nächsten Tag war es dann trocken, 13,3, eine Runde gefahren. Regen, Gewitter halt, ne, 10 Kilometer vor uns gebildet, zieht rüber. Ja, dann war es erstmal durch und dann hatten wir jetzt hier ein paar Tage durchwachsenes Wetter. Ich glaube, das war am Dienstag, ja genau. Ja, heute ist Freitag. Wir hatten vorgestern noch mal abends einen Schauer mit 5 mm. Gestern haben die gedroschen, die vorher keinen Schauer hatten. Und ja, heute fange ich so ein bisschen an und man kennt das ja, Landwirte sind aufgeregt, man telefoniert untereinander, miteinander ab und hast schon angefangen und was sagt deine Feuchte. Bei einigen ist sie noch gar nicht so richtig reif, immer ein bisschen grenzwertig, je nach Sorte. Bei einigen ist schon so überreif, da fallen schon die Köpfe ab. Ja, bei der Gerste brauchen wir da auch immer nicht lange uns aufhalten. Also das ist wirklich so, da muss man wirklich Tempo machen. Und es soll nämlich Montag Unwetter kommen, so, weil man das ja nie einschätzen kann. Wir sind meistens kein Standort, der immer die sehr ausgeprägtesten Unwetter kriegt, sondern bei uns fängt das die Seenplatte auch ein bisschen ab. Aber naja, man muss ja halt ein bisschen gucken. Deswegen crashen wir das jetzt ein bisschen ab. Wir fahren jetzt erstmal los. Ich hole euch gleich dazu, wenn wir auf dem Acker angekommen sind. So, schnelle Probe genommen. Bin jetzt hier ein paar Bahnen gefahren. Aber da ist ein paar Bahnen, eine kleine Bahn, die jetzt hier gefahren. Hört sich aber gut an. Mähdrescher zeigt an, ich glaube 13,3. 13,7 hat der Mähdrescher. Im Durchschnitt jetzt auf den halben Korntank, den wir jetzt hier gemacht haben. 11,8. Also ist sehr schnell trocken. Verrückt. Ich habe einen anderen Landwirten angerufen, der hat 15,7. So, ich gehe schnell hinten einmal auf Schwatt umstellen. So, und ab geht die Fahrt. Ich hoffe, man sieht das alles. Ich habe jetzt auf Schwatt umgestellt. Hier sind wir letztes Mal eine Runde rum. Ich habe jetzt hier bloß einmal kurz so einen kleinen Keil, den Sandberg, weggenommen und den habe ich jetzt auf breit gehäckselt. Wird natürlich dann auch interessant zu sehen sein mit den Direktsaatdrillmaschinen, die dieses Jahr kommen. Ich wollte hier und da mal schon ein bisschen Stroh breit gehäckselt liegen lassen. Gucken, wie das dann da aussieht. So. Nehmen wir mal hier den Rand mit. Hier ist wieder so verrückt. Hier ist so eine kleine feuchtere Zone, sodass wir hier teilweise echt ein bisschen Schilf mitdreschen müssen. Und grünes Material geht natürlich super schwer durch den Drescher. Könnt ihr euch ja vorstellen, grün ist immer stumpf, rutscht nicht richtig. Ist ein bisschen anders als beim Häcksler. Da, wo trockenes Material wieder nicht richtig gewollt ist, ist das beim Drescher halt schon ein bisschen anders. Ertraglich sieht es bis jetzt gar nicht schlecht aus, was ich bis jetzt gesehen habe. Na klar, auf dem Sandberg stehen halt nur 3-4 Tonnen. Aber unterm Strich sind wir die meiste Zeit schon bei 7 Tonnen unterwegs, 8 Tonnen unterwegs. Jetzt hier sind wir bei 10 Tonnen. Da, wo Wasser war, da hatten wir natürlich auch Sonne. Das kommt dem Ganzen schon entgegen. So, ich muss jetzt auch ein bisschen mehr mit der Haspel fahren. Jetzt weiß natürlich die Leute, die direkt wieder sagen, oh, Haspel zu tief oder zu schnell oder so. Man hat natürlich am Anfang immer so ein bisschen grünes Material, gerade am Rand, durch die paar Gräser, die man da mit reinzieht oder nicht mit reinzieht. Und dadurch stockt das immer ein bisschen mehr am Rand, sodass man da immer ein bisschen doch mehr mit Haspel-Einsatz fahren muss.
Es bildet sich immer so ein Knoten und der rutscht immer so stoßweise rein. Wollen wir auch nicht. Ja, wir wollen immer einen schönen gleichmäßigen Gutfluss haben. So, hier waren wir in der Kurve, waren gerade auf 4 Tonnen runtergegangen. Aber jetzt, ich hoffe, man sieht es gut in der Kamera. Jetzt sieht die Gäste natürlich hier ganz anders aus. Habe ich hier fast ein bisschen zu wenig weggenommen. Aber ist das ärgerlich hier. Normalerweise fahre ich immer direkt den Rand zuerst. Da ging letztens aber ein bisschen doof, sag ich mal. Da müssen wir noch ein bisschen weiter rüberfahren, weil wir jetzt schon auf Schwatt legen. Müssen wir uns da noch einen Streifen stehen lassen, sonst müssen wir das Schwatt ja wieder durchnehmen. Das ist natürlich blöd. Also deswegen fahre ich eigentlich immer den Rand als erstes, um sowas natürlich zu vermeiden hier. Dass man, dass man mit der Arbeitsbreite nicht klarkommt. Ja, also wie gesagt, da wo Wasser ist, sind wir bei 9, 10 Tonnen, teilweise 12, 13 Tonnen, verrückterweise. Da macht natürlich die Sonne einiges aus. Da sind dann auch die Körner deutlich größer. Wir hatten jetzt Hektoliter beides mal um die 60. Wir müssen natürlich eigentlich 63 haben. Die müssen wir eigentlich erfüllen. Dieses Stück geht so ein bisschen von der Homogenität. Ich hatte jetzt überlegt, ich habe das andere größere Stück, was wir noch haben. Da werde ich wahrscheinlich die Sandkuppen wegdreschen mit einem Häcksler. Also mit Breithäckseln das Stroh. So dass ich nur noch die guten Partien sozusagen danach habe und dann müsste das mit dem Hektoliter passen. Hektoliter ist so ein bisschen vereinfacht gesagt das Schüttgewicht der Gerste. Also wie schwer ist ein Hektoliter Gerste? Und je schwerer, desto größer und kräftiger sind natürlich die Körner und desto geringer ist natürlich der Strohanteil an sich im Korn. Wenn man sich so einen Gerstenkorn anguckt, dann hat das ja so Stroh um sich rum, also die Spelze. Und je höher das Hektoliter, im Grunde genommen kann man sagen, je höher ist der tatsächliche Kornanteil, also der Korninhaltsanteil. Und das ist halt das, was wir wollen. Jetzt hier wird natürlich in der Senke wird genug Wasser gewesen sein. Man sieht, dass die Gerste ist hier viel höher, ist goldig und. Übrigens hat letztens noch einer geschrieben, er versteht nicht, warum ich mit Ehrenheber fahre. Er hat die Erfahrung gemacht, dass wenn man mit den Ehrenhebern gegen die Pflanzen kommt, dann fallen da die Köpfe direkt ab. Gerade im Gegenteil, wir haben komplett das Gegenteil als Erfahrung gemacht. Gerade hier, wenn die Gerste jetzt schon so halb liegt, dann kommt man deutlich so ein bisschen besser unter. Und gerade die Köpfe, die schon so runterhängen, die einfach abgeschnitten werden, die werden dann tatsächlich hochgezogen. Und hinterher sieht man halt wirklich nur noch marginal viele Ähren. Also die jetzt vorher auch schon lagen, die sieht man dann auch. Aber nicht mehr und nicht weniger. Auf jeden Fall wollte ich einfach euch mal ein bisschen mitnehmen hier, euch ein bisschen ausgiebiger das Ganze hier zeigen, einfach mal ein bisschen fahren, die Leute wollen auch teilweise einfach nur mitfahren, das könnt ihr übrigens auch auf Twitch, Livestream auf Twitch gibt es jetzt, geht auch nachher gleich an. So, wenn man jetzt hier guckt, hier geht der Ertrag natürlich auf 2,7, 3 Tonnen runter, ist natürlich dann gleich wieder ein bisschen weniger, hier wird er gleich wieder ein bisschen besser, ein bisschen mehr Wasser dann vorhanden. Der Mähdrescher weiß natürlich schon, wo er gefahren ist, anhand des GPSs. Und er rechnet sich jetzt die tatsächliche Arbeitsbreite. Und deswegen kann er auch immer ganz genau sagen, wie viel man wo erntet. Obwohl man vielleicht nur mit einer halben Arbeitsbreite fährt. Das setzt aber voraus, dass er sozusagen den Feldrand so kennt und dass er schon mal weiß, wo man gefahren ist. Wenn jetzt hier meinetwegen anderer Drescher gefahren ist, dann weiß er das natürlich nicht. Er hat ja kein Auge, womit er das Ganze hier sieht. Wir haben
ein Ast drin. Kriegen wir den raus? Aber warum fährt er den Tisch ganz nach vorne, wenn wir reversieren wollen? Das kenne ich noch nicht. So, jetzt haben wir uns da die Arbeit gespart. So, haben wir einen Ast, der anscheinend da, keine Ahnung, vom Sturm oder ähnliches runtergefallen ist. So, also wie man hier sieht, die hängt ja schon hier auf halber Höhe, ne? Das ist dann auch schon immer suboptimal. Für die, die jetzt sagen, Haspel-Drehzahl, wenn wir natürlich schneller fahren, dreht die Haspel auch schneller. Ich habe die Haspel-Synchronisation an und ich lasse sie aktuell mit 100 Metern im Vorlauf pro Stunde drehen. Das heißt, wenn ich jetzt fahre, dreht sie genauso schnell wie die Geschwindigkeit. Das heißt, sie hat gar keinen Griff oder auch gar keinen Zug. Jetzt noch einen mehr Tipp. Jetzt habe ich 0,1 Griff. Also sozusagen, sie dreht marginal schneller als unsere Fahrgeschwindigkeit. Und da haben wir so einen kleinen Effekt, nach so ein kleines nach hinten ziehen. Das heißt, ich habe natürlich wie alle anderen Mähdrescher auch heutzutage so eine Synchronisationsmöglichkeit. Die passt ja im Prinzip sich der Fahrgeschwindigkeit an. Und so muss ich die ganze Zeit nichts stellen. Sondern wenn ich langsamer fahre, kann ich gleich mal jetzt zeigen, seht ihr, wird sie sofort langsamer. Aber das Verhältnis zur Arbeitsgeschwindigkeit bleibt bei. So, Korntank ist voll. Aber das heißt voll, ist dreiviertel voll. Ein bisschen langsamer umdrehen, da kommt ja noch Stroh hinten raus. Ja, wir legen ja auch das Vorgewende auf Schwatt, ganz einfacher Grund. Wenn man sozusagen nur Vorgewende häckselt und in der Fläche an sich nur auf Schwatt legt, dann stimmt die Nährstoffkonzentration im Prinzip ja nicht. Oder die Nährstoffverteilung auf der Fläche. Das heißt, am Vorgewende würden wir immer mehr Kali und alle anderen Stoffe anhäufen, weil Stroh halt enthält ja viel Kali. Und innerhalb der Fläche würden wir es abbauen. Das heißt, wenn wir dann eine Kalidüngung machen oder es beproben lassen, passt das immer nicht richtig zusammen. Also entweder ganz, ganz runterfahren oder ganz häckseln. Aber beides ist hinsichtlich der Nährstoffverteilung nicht ganz so optimal. Natürlich ist das Fahren und das Dreschen viel, viel geiler, wenn es am Vorgewende schön weggehäckselt ist. Dann kannst du einfach vorfahren und Gas geben. So, wenn wir jetzt nachher eine Gerade fahren, dann machen wir natürlich auch den Autopilot an. Vorgewende fahre ich immer alleine. Man könnte das natürlich auch fahren lassen. Ja, aber ein bisschen lenken ist doch auch mal ganz nett, oder? Nachher in der Gerade fahren, dann werden wir auch einmal noch mal die Schalen unterschmeißen, die Verlustschalen, um zu gucken, ob das, was der Drescher hier ermittelt mit geringen Verluste, ob das auch tatsächlich geringe Verluste sind. Und dann habe ich einfach die Möglichkeit, ja, wenn ich jetzt nachher hier Verlustschalen unterschmeiße, gucke mir die Verluste an, tippe dann hier rauf und kann mir jetzt sagen, okay, das sind jetzt zu viele. Können wir jetzt schon mal zum Beispiel machen. Ja, dann ist der Wert, den er da drin hat, dann weiß er alles klar, das sind zu viele, das geht so nicht. Und dann ändert er natürlich permanent die Strategie. So, was wir natürlich noch machen können, ist, das habe ich letztes Mal hier umgestellt. Und zwar bei erweitert. Druschbedingungen sind einfach. Ja, letztens war es natürlich noch ein bisschen feucht. Die Grannen sind nicht richtig abgegangen. So, dann weiß er alles klar. Das drischt sich jetzt schon einfacher ab als Anhaltspunkt. Und jetzt optimiert er natürlich. Er braucht natürlich auch einen kleinen Moment, um so ein bisschen den optimalen Weg zu finden, wie er das Ganze hier dreschen wird. Ja, er versucht ja natürlich jetzt zu arbeiten. Wie kriegt er die Rotorverluste runter?
Wie gesagt, da schmeißen wir gleich nochmal eine Schale unter, um zu gucken, ob das tatsächlich so ist, wie wir uns das vorstellen. Zweite Reiter ist Bruchkorn. Ja, man sieht das natürlich auch, das ist so nesterweise. Hier vorne ist jetzt wieder dick, da vorne ist wieder zu wenig, sodass er sich die ganze Zeit da natürlich anpassen muss. Gut, ich fahre jetzt erstmal zu Ende, ich hole euch nachher gleich nochmal dazu. So, gerade nochmal leer gemacht. Haben wir heute den ersten schon voll. Also wie ihr seht, auch am Schwatt, ich weiß nicht, ob man es erkennt, das Stroh ist heute bedeutend mürber schon. Ist viel feiner, das Schwatt liegt viel kompakter als von vor 3 Tagen. So, können wir uns jetzt mal hier den Ertrag geben. Also wie gesagt, das sieht dieses Jahr sehr, sehr gut aus. Ich hatte mit viel, viel weniger befürchtet. Da ist bis jetzt der Durchschnitt. Schön wäre, wenn das der Durchschnitt wäre, aber dafür haben wir diese Sandkuppen. Da sieht man es wieder. Da und da und da hinten. Das reißt enorm im Ertrag runter. Ja, das heißt, auch wenn wir jetzt hier da über 8 Tonnen ernten auf dem Hektar, kommt zu wenig von diesen Sandkuppen. Aber ich will mich nicht beschweren. Ich bin ehrlich, Leute, ich habe befürchtet, wir ernten irgendwo 4 bis 5. Ich habe wenigstens auf 6 gehofft. Und ist das Ergebnis wirklich, wirklich vernünftig. Will mich da nicht beklagen. Für das, was dieses Jahr an Wetter los war. So, jetzt fahren wir wieder rein in der Senke. Seht, das Stroh wird jetzt hier wieder höher. Wird auch goldiger. Drescher wird jetzt auch langsamer. Das ist natürlich ein krasser Unterschied. Wir sind da gerade von 3 Tonnen auf 4 Tonnen innerhalb von 10 Meter gefahren, genauso wie die Wasseradern hier laufen. Und ihr werdet jetzt sehen, wie das jetzt hier nach oben geht. Sowas ist natürlich schwierig für den Drescher, weil er natürlich kein Auge hat, wie er das feststellen kann. Das sind dann halt Zonen, wo komplett Wasser die ganze Zeit ist, ja. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir teilflächenspezifisch arbeiten, dass wir wirklich da die Nährstoffe hinbringen auf den Zonen, wo die Erträge auch gut sind, weil auf den Niedrigertragszonen fehlt ja letztendlich eh nur das Wasser. Und ja, mein erstes Fazit mit dem Isaria müssen wir noch ein bisschen auswerten, dann packen wir mal die Ertragskartierung und die tatsächlich gestreuten Flächen übereinander. Ich würde sagen, er hat es schon deutlich besser gemacht, als ich selber gestreut hätte. Viel genauer, viel exakter. Hier so eine Nester hat er natürlich gesehen, aber wir haben ja natürlich nicht die Technik, um diese Nester auch anders zu applizieren. Interessant wäre mal ein Projekt Isaria 3-4 Stück an einem Spritzgestänge und dann ja, mit Einzeldüsenschaltung, sodass man diese einzelnen Zonen auch anders behandeln kann. Das wäre natürlich nochmal 1-2%, die man da sicherlich noch rausholen kann in der Effizienz. Weil es ist auch wichtig, Leute, für jedes Kilo, was wir richtig verteilen, schonen wir die Umwelt. Ja? Also wir verbessern einfach unsere Effizienz, es wird alles besser, es wird für die Umwelt besser, es wird für den Ertrag besser, für den Geldbeutel besser. Von daher ist das eigentlich eine gute Sache. Jo, ich gucke mal, ob ich jetzt gleich mal den Livestream da nochmal wieder ankriege, ob das jetzt klappt. Eben hat das mit dem Strom, mit dem Aufladen nicht richtig geklappt. Aber ansonsten, wie gesagt, ich bin sehr zufrieden. Ich habe mit viel weniger gerechnet. Ich habe aber Angst, das kommt mit dem Weizen, weil der hat richtig hart gelitten. Bis dann. So, wir haben jetzt ein paar Stunden weiter, Leute. Mein kleiner Mann sitzt neben mir und ja, spielt auf die letzten Minuten ein bisschen mit dem Handy. Mama kam jetzt ein bisschen spät, ihn abzuholen. Naja, wie dem auch sei. Also, es ist eine relativ große Fläche hier. Hier haben wir Winnie. Und muss sagen, das Vorgewende da oben ist so super sandig. Und stand ganz schlecht. Auch da oben das Vorgewende stand ganz schlecht, sodass ich
Nach dem Vorgewende hier einen Ertrag von Durchschnittsertrag von 4,7 Tonnen hatte. Jetzt arbeiten wir uns langsam nach oben. Aber auch hier, wir haben halt hier diese Sandstellen drin, wo zwar das Stroh ganz gut ist, also eine Zwischenstelle, dass das Stroh zwar ganz gut, aber im Gesamten fehlt es dann doch ein bisschen an Leistung. Wenn wir jetzt da unten an der Senke waren, da hole ich euch gleich nochmal dazu, da sind wir locker über 10 Tonnen, da wo der Wasser ist. Da hier sind wir jetzt bei 5,7. Ihr seht, Feuchte ist jetzt niedrig. Ja, fahren die meiste Zeit da um die 30 Tonnen in der Stunde. Das ist so, wie ich ihn eingestellt habe. Ja, genau. Also so habe ich ihn im Prinzip eingestellt. Er sagt jetzt hier Rotorverluste, kann er nicht weiter regulieren. Ich meine, da ist das Problem, wir haben natürlich jetzt hier Entgrannerklappen drin, da fehlt uns dann natürlich auch ein bisschen Abscheidefläche und dann fallen die Körner natürlich nicht mehr so gut raus. Also mit den Entgrannerklappen hätten wir das ein bisschen anders. Wir haben aber Verluste gemessen in der Ertragszone, in der Hochertragszone, da waren wir bei 1%. Also das ist dann vernünftig. So haben wir es jetzt eingestellt. Also ihr seht, jetzt geht er jetzt ein Stück für Stück nach oben. Unten wird er nochmal ein bisschen schlechter, aber dann wird es natürlich sehr schwer, den überhaupt über die 6 Tonnen insgesamt zu bringen. So, jetzt fahren wir im Prinzip hier so eine kleine Senke runter. Wie ihr seht, der Bestand ist auch deutlich homogener. Große Ähren, sieht ganz anders aus als der ganze Rest. Hier ist halt der Bestand, als wenn man vernünftig Wasser gehabt hätte, ne? Seht ihr auch schon, wie die Pflanzen hier reinfallen. Und ja, der Trag geht jetzt auch gleich nach oben. Wir sind hier noch ein paar Wildschweinnester. So, mal gucken. Eben sind wir hier gefahren, da ging er mal bis 12 Tonnen hoch. Ist dieses Jahr gar nicht so selten, wenn da ein bisschen Wasser war, dann schafft die Gäste da schon ihre 12 Tonnen. Hatten wir auch bei dem Picasso bei der Sorte. Jetzt, wie gesagt, ist ja hier Winnie. Das fahren wir jetzt sozusagen die Senke wieder ein ganz Stückchen hoch. Und je höher wir halt so ein bisschen kommen, desto weniger Wasser ist natürlich da. Oder dann geht das Wasser natürlich wieder mit der Zeit wieder ein bisschen aus. Und dann geht da der Ertrag auch wieder ein bisschen runter. Aber ihr seht, er hält ja um die 10 Tonnen. Sodass das nicht nur einfach eine Momentaufnahme ist, sondern man kann wirklich sagen, ja, hier ist eine Zone, die ist wirklich gut und die steht auch gut. So, und jetzt sieht man das schon wieder, jetzt knicken die Halme so ein bisschen weiter ab. Hier ist so eine Sandkuppe, ich hoffe, man sieht das so in dem Schatten. Wird das auch gleich ein bisschen dunkler, da vorne wird das auch wieder ein bisschen heller. Aber man sieht es, dann fällt das auch gleich wieder runter. Und dann seht ihr halt auch, wie unterschiedlich und stark verschießen meine Böden sind. So, ihr könnt euch vorstellen, wir hatten ein paar Jahre, da hat es halt mal ein bisschen mehr geregnet im Mai und Juni. Hauptsächlich von 2012 bis 2017. Da haben wir nur so eine Bestände geerntet. Da gab es keine Erträge unter 8 Tonnen im Weizen. Da gab es nichts unter 8, 9 Tonnen im Roggen. Nichts unter 50 Tonnen im Mais. Einfach allein, wenn so ein bisschen 30, 40 mm im Mai und Juni wiederkommen würden. Na gut, aber nichtsdestotrotz, wir hatten jetzt eine Trockenperiode und ich glaube, wir haben auch so ein bisschen, ein paar Stellstrauben gefunden, wo wir sagen können, wir können daran arbeiten, dass wir auch in so trockenen Jahren stabile Erträge halten. Mit der Direktsaat, die ist gleich nebenan da, mit dem Weizen, wird es natürlich noch interessant, wie der performt, ne? Gegenüber den konventionellen Weizen. Konventionell nicht, also mit der Tigerdrill. Ne? Da ist Direktsaat, das hier auch Tigerdrill, die ganze Gerste war auf Tigerdrill. Und ja, wie ihr seht, sieht homogen aus, Erträge sind gut, hier ist eigentlich eine normale Zone, sind wir um die 8 Tonnen. Gut, das soll es erstmal hier gewesen sein in dem Vlog. Das ist ein bisschen kurz und knackig, der Punkt ist aber, ich muss es heute noch an Max hochladen, damit es morgen schneien kann, dass es Sonntag rauskommt. Ja, wir sind jetzt sehr dicht beieinander, also heute ist Freitag, ihr guckt das auf den Sonntag, sozusagen 2 Tage danach. Ich sage danke fürs Zuschauen, schaut nochmal im Shop vorbei, bis dann, ciao, ciao.